Herzlich willkommen zu einer weiteren Wahlanalyse, diesmal mit Innenpolitik-Chef Michael Völker. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Wir haben heute einen harten Kampf gesehen um Platz 2. Es gibt 3 Koalitionsmöglichkeiten. Welche sehen Sie denn als am wahrscheinlichsten an? Na, dazu muss man mal sagen, dass der Kampf um Platz 2 noch nicht ganz abgeschlossen ist. Jetzt in den späteren Hochrechnungen sind SPÖ und FPÖ noch einmal näher zusammengerückt. Also möglicherweise wird man das erst am Donnerstag ganz genau wissen. Die wahrscheinlichste Variante ist eine schwarz- bzw. türkis-blaue Koalition. Da scheint alles zu passen. Ich glaube, dass es bei beiden Parteien und Parteichefs durchaus auch recht wäre. Die andere Variante ist, ob nicht die SPÖ doch noch ins Spiel kommt. Da gab es aus der SPÖ durchaus unterschiedliche Aussagen, also auch von Christian Kern, dem Parteichef selbst. Er hat in einer ersten Stellungnahme das einmal sehr offen gelassen und in den folgenden Stellungnahmen hat er das ein bisschen zurückgenommen und hat sehr auf die Unterschiede verwiesen, die bestehen und dass er etwas gegen den Rechtsruck unternehmen möchte und bei dem Ausländerthema nicht so mitspielen möchte. Das heißt, dass die Variante Kurz-Kern jedenfalls schwierig wird. Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl hat sich auch schon dazu geäußert, der kann sich das gar nicht vorstellen. Wir wissen aber, dass es in der SPÖ durchaus auch andere Landeshauptleute wie den Burgenländer Hans Nissel gibt, der dem einiges abgewinnen könnte. Mag sein, dass solche Koalitionsspekulationen oder wenn das dann in ernsthafte Gespräche geht, auch zu einer Zerreißprobe innerhalb der SPÖ führen können. Mit einem Rücktritt Christian Kerns? Rechne ich eigentlich nicht, weil die SPÖ zwar auf den zweiten Platz abgerutscht ist, aber sie hat ihr letztes Ergebnis mehr oder weniger halten können. Ich glaube, es steht sogar ein ganz kleines Plus davor. Also es gibt für Kern keinen Grund, da jetzt unmittelbar zurückzutreten. Das wird auch zu tun haben mit mit der Stimmung in den Landesparteien. Was man jetzt so mitkriegt, gibt es bereits Telefonate und soll es heute noch eine Telefonkonferenz geben der Landeschefs, und das ist da vor allem der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, der versucht, die anderen auf Linie zu bringen, damit niemand jetzt den Rücktritt vom Kern fordert. Und wenn der Kern selber nicht gehen will, glaube ich, wird der Parteichef bleiben, zumindest die nächste Zeit. Kommen wir zurück zur Variante Schwarz-Blau. Halten Sie denn die FPÖ derzeit für fit, in einer Regierung zu sein? Ja, diese Frage kann man immer stellen und sie ist schwierig zu beantworten. Also die FPÖ wird ja bis zum heutigen Tag nahezu täglich von immer neuen Einzelfällen erschüttert, kann man jetzt nicht sagen, weil wir das mehr oder weniger schon alles so hinnehmen. Aber es gibt ständig neue Einzelfälle, wo Funktionäre der FPÖ irgendwie am Nationalsozialismus anstreifen. Da gibt es jedenfalls ein Problem. Personell ist die FPÖ, glaube ich, breit genug aufgestellt, genug Personal für eine Regierungsbeteiligung zu haben. Es ist nur die Frage, welche Ressorts dafür in Frage kommen. Also ich glaube, das Außenministerium würde auch der Bundespräsident sehr, sehr ungern in den Händen der FPÖ sein. Da könnte es sein, dass es zu einem Veto des Bundespräsidenten kommt. Also es kann sein, dass der Mann, Norbert Hofer, der dafür vorgesehen war, mit einem anderen Amt belohnt wird. Der erste Nationalratspräsident wird es ja wohl nicht werden, das geht sich nicht aus. Aber Kurz kann natürlich schauen, ob er den irgendwo anders unterbringt. Sie haben da gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Alexander Van der Bellen, den Bundespräsidenten, der angetreten ist bei seiner Wahl und gesagt hat, er würde eine FPÖ in einer Regierung nicht angeloben wollen. Wie einfach oder schwierig ist es für ihn, Schwarz-Blau durchzuwinken? Dass er das verhindert, ich glaube, davon kann keine Rede mehr sein. Das war in der Wahlauseinandersetzung gesagt, die politische Realität ist mittlerweile eine andere. Die FPÖ hat ein sehr starkes Ergebnis, egal ob sie jetzt am Ende der Woche dann Zweiter oder Dritter wird. Wenn Kurz mit der FPÖ koalieren will, wird es der Bundespräsident nicht verhindern. Aber er kann natürlich sich die Ministerliste sehr genau anschauen und bei dem einen oder anderen sagen, nein, den will ich jetzt nicht, der ist nicht vertretbar. Und ich denke, dass er sich mit dieser Entscheidung auch Zeit lassen wird und das sehr genau prüfen wird.
Zusammenfassend, Herr Völker, was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse heute an diesem hochspannenden Tag? Die wichtigsten Erkenntnisse sind für mich drei. Nämlich erstens, es gab einen ganz klaren Rechtsruck. Das Ausländerthema stand zuletzt zwar nicht so im Vordergrund der Wahlauseinandersetzung, weil es von der Dirty Campaigning-Affäre überlagert wurde, aber das war so der Unterton, der geherrscht hat, und da haben ÖVP und FPÖ sehr klare Antworten und Vorgaben gegeben. Die SPÖ war in der Frage vielleicht etwas zu unentschlossen und hat ihre Position zu wenig deutlich gemacht, beziehungsweise, muss man sagen, ist ja auch etwas nach rechts gerutscht und hat sich nicht so ganz erklären können, was ihre Position ist. Also mit diesem Rechtsruck werden wir, glaube ich, leben müssen, und den wird man auch in der Regierung merken. Das Zweite, was für mich ganz wesentlich ist, ist das Abschneiden der Grünen. Also offenbar schätzen die Österreicher die Grünen nicht so sehr, dass sie sie auch unbedingt im Parlament sehen wollen. Das finde ich persönlich jetzt schade, und ich glaube, dass sich viele, viele Leute, die diesmal jetzt gerade nicht die Grünen gewählt haben, dann sich im Nachhinein doch noch ärgern, wenn es tatsächlich sein sollte, dass die Grünen mit einem Ergebnis von 3,9% so knapp nicht ins Parlament kommen. Also ich finde, die Grünen waren eine sehr gute und starke Opposition, und sie würden mir im Parlament sehr fehlen. Die dritte Erkenntnis ist, dass die SPÖ im Wahlkampf zuletzt ja stark aufholen konnte, aber unglaublich viele Fehler gemacht hat und sich sehr schwer getan hat, wo und wie sie sich positioniert und was ihre Botschaften sind. Und ich glaube, dass Kern die Partei ganz neu aufstellen muss, dass er sich in der Parteizentrale etwas überlegen muss. Ich glaube, er muss das einfach auf den Kopf stellen, dort völlig neues Personal hinein. Und er muss auch darauf achten, dass er weniger delegiert und selber mehr entscheidet und auch kontrolliert. Herr Völker, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Wir melden uns in circa einer halben Stunde noch einmal mit Chefredakteur Rainer Schüller. Bis dahin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.